Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier von der Erlengrad von meinem Kanal. Und ja, es ist inzwischen stockduster geworden. Wir sehen hier nicht mehr viel. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Genau, ich habe die Felder gepflügt, beziehungsweise von Helfern pflügen lassen. Dabei sieht man also, dass man mit diesem Mod, den ich da neu draufgeladen habe, doch ganz schön Chaos auf den Feldern verursacht. So. Jetzt könnten wir theoretisch, auch wenn tiefste Nacht ist, ach so, Kalk gestreut habe ich hier auch. Auch wenn tiefste Nacht ist, könnten wir mal eben gucken, wo unsere Traktoren sind. Wo die Dinger rumstehen. Und dass wir eventuell, die habe ich hier irgendwo abgestellt, aber ich weiß nicht mehr wo. Und dass wir dann eventuell ansehen. Können wir auch nachts machen. Warum nicht? Ne, hier ist zu weit. Wo habe ich denn die gelassen? Such mal im Dustern auf dem Acker einen unbeleuchteten Traktor. Eigentlich sind es sogar zwei. Hier muss ja der Kalkstreuer auch noch irgendwo stehen. Da steht eine Ansammlung. Man hätte ja auch auf die gelben Punkte gucken können, ne? Macht manchmal Sinn. So. Bring das Ding mal zur Halle und holen uns die Sämaschine. Dann bin ich am Überlegen, ob ich hier Weizen drauf packe. Haben wir. Ja, gut, Stroh brauchen wir nicht. Weizen können wir verkaufen. Mais-Silage haben wir auch. Eine gute Frage. Ich habe keine Idee, was wir da drauf packen. Oder wir packen erstmal Ölrettich drauf. Dann haben wir im nächsten Jahr eine Düngestufe gespart. Und können uns bis dahin noch überlegen, was wir da drauf packen. Baumwolle wäre vielleicht auch was, oder? Warum Baumwolle reinsetzen? Bei drei Feldern sind wir da auch ewig und drei Tage unterwegs, ne? Ups. Gute Frage. So. GPS ist nicht aktiv. Was für ein GPS? Ich habe überhaupt kein GPS drin, Mann. Vorhin habe ich den GPS-Mod gerade rausgeschmissen. Mal davon ab. Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Ölrettich, Gras, Weizen. Ich glaube, wir hauen da erstmal Ölrettich drauf oder so. Jetzt diesen Mod zu finden, ne? Das wird auch eine Kunst, ganz ehrlich.
Ich wüsste, welchen Mod ich da drauf geschmissen habe. Theoretisch können wir das auch einen Helfer machen lassen. Und ich überlege mal gerade, welcher Mod das sein könnte für das GPS. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, nicht ansatzweise. Wo willst denn du hin? Achso. Der kriegt das so hin, es fängt an zu regnen. Das heißt, der Traktor sieht gleich wieder aus wie Sau. Ist auch nichts, was wir jetzt aktiv machen können. Altlink, Superstärke. Halten, gleich. Temporärer, doppelte, was? Ich habe mir irgendwas reingebaut, was ich nicht haben wollte. Unglaublich. Ja, mal gucken, welcher Mod dafür in Frage kommt. So, hier liegen unsere Strohballen. Genau, wie schon gesagt, Weihnachtsbaum steht auch noch da. Schnee gibt es immer noch nicht. Wir sind im 5. Herbsttag. Ich denke, Ölrettich kriegen wir noch mit Ach und Krach rein. Das wird es dann auch gewesen sein. Gucken wir mal, was die Kühe machen aktuell. So, die brauchen Silage und Heu. Gut. Sollen sie haben. Silage. Silage, Silage, Silage. Silage haben wir. Alter, jetzt gewittert das auch noch. Wo ist denn unser G? Achso. Da ist Stroh. Ich bin irgendwie heute ein bisschen durch den Wind. Keine Ahnung, ich kriege das nicht richtig auf die Reihe. Heu, Klee, Luzerne. Also kriegt ihr Heu und Silage. Heu, nicht Stroh. Heu. Ich bin heute echt, ganz ehrlich. Das darfst du keinem erzählen. Also geistig verwirrt irgendwie. Und ich weiß gar nicht, warum. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt übermäßig müde wäre oder sowas. Silage. Silage ist unten am Hof. Ach, ist das nicht schön leise, dieser Elektrotraktor? Ich fahre immer an der falschen Seite zum Hof raus, ne? Ist unglaublich. Silage müsste theoretisch schon was fertig sein. Habe ich übrigens schon gesagt, Däumchen wären Träumchen, aber noch viel schöner, klickt auf die Glocke. Dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Wenn ich es schon gesagt habe, dann war es jetzt doppelt. Tut mir leid, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich habe heute irgendwie kein, was war, Hirnrindenschwund oder weiß der Henker was. Auf jeden Fall funktioniert die Denkmurmel heute nicht richtig. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich wollte gerade sagen, wer fährt da hinten denn? Aber ist ja unser Helfer. So, dann fahren wir hier mal rein.
Und haben hier unser Ding für Silage. Bisschen falsch drunter gefahren. Naja. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Häckselgut wollen wir nicht. Wir wollen Silagestart. Das ist so ein Fermenter. Weil das Silage-Ding auf dem Hof, das war einfach Grütze. Eventuell mache ich da ein neues hin. Ich habe eins aus dem Hirschfeld-Adventskalender. Das ist eigentlich ganz nice. Das würde hier sogar hinpassen. So, wollen wir mal wieder einsteigen. Oh, 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 was ist das denn? Der schmiert ja richtig ab hier. Ich glaube, das ist ein bisschen viel für den Kleinen, wa? Kein Gewicht auf der Vorderachse. Ich habe gedacht, das ginge noch, ganz ehrlich. Oder das hängt jetzt tatsächlich mit diesem Mod zusammen, weil die Traktoren auf dem Feld auch abschmieren können tatsächlich. Aquaplaning oder sowas. Na komm, Baby, schaffst du es nach oben? Der ist gar nicht mal so unkräftig, ne? Entweder braucht er vorne noch ein Gewicht oder eben der Anhänger. Ja, ich denke, der Anhänger ist natürlich viel zu groß für das Ding hier. Das ist der Punkt. So, jetzt sagt mir noch einer, wo der Kuhstall ist. Den Lanz da vorhauen können. Na komm, rum mit dir. Echt langsam fahren. Also der Anhänger ist definitiv, ja, definitiv zu groß. Auf die Idee hätte ich auch von alleine kommen können. Wenn ich dem vorne noch ein Gewicht drauf hänge, dann geht da gar nichts mehr. So, wir können einmal Silage natürlich reinfüllen. Folie drauf. Traktor aus. Licht aus. So, was brauchen wir noch? Ach, leck mich doch. Alt und S. Heu. Kleesilage, Luzerne-Silage, okay. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir doch wieder hier wegfahren, wa? Heu. Fahren den mal einfach hier rein. Irgendwie hatte ich hier drin auch schon mal das Licht angeknipst, glaube ich. Das Ding hat gar kein Licht. Auch nicht schlecht. Heu. Wäre das da. Und dann haben wir doch eigentlich einen Einstreuer dafür, gell? Und da ist wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, Stroh drin. Ja.
Ich überlege mir, denke, wir lassen das für diese Folge. Irgendwie hat das heute keinen Sinn mit mir. Aber wir haben auch eine Viertelstunde tatsächlich durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Entschuldigung für meine Verpeiltheit heute. Aber beim nächsten Mal wird es dann wieder besser. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi.